So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge. Nicht Ramses Kitchen, Pokémon Go, genau. Wir fahren jetzt zum Bahnhof. Da kommt nämlich der Normie, also der Sandsturm. Den kennt ihr vielleicht aus ein paar Streams. Und die Reike, das Muttertier vom Normie. Versteht ihr? Und da fahren wir jetzt hin, die holen wir ab. Wir wollen was essen gehen, wir wollen einen Krypto-Lugia-Raid machen zusammen, weil den schafft man ja nicht alleine, man kann auch nicht einladen. Also hat sich der Ramses einfach mal die Community eingeladen, dass wir zusammen einen Krypto-Lugia-Raid machen können. So, der Jonas ist auch schon ganz gespannt. Eben hat er noch geschnarcht und gebrummt, aber der Rest ist schon da. Ich muss mal hier raus. Nee, mein Mann muss arbeiten. Da kann man ja so machen, weil den Papa-Bär durfte man ja immer nicht filmen. Da kann man sagen, das ist die Reike, das ist der Normie. Endlich angekommen. Bei Normie muss ich immer an Delfine denken. Dann hallo. Hi. Hallo. Und habt ihr Hunger mitgebracht, ja? Schon. Du hast gesagt, du hast noch was fürs Auto. Was brauchst du denn oder was hast du denn, weil? Ich habe eine Tüte umlagern. Für euch mit. Eine Tüte für uns. Aber die Kommandopapiere, das ist meine. Oh, das ist für euch. Was ist da drin? Darf man da mal so reinglunzen? Bier. Das sehe ich. Süßes. Bier, was Süßes. Und ein Umschlag für euch alle. Erstmal das Bier angucken. Rothauspilz. Das ist doch so wie beim letzten Mal, oder? Letztes Mal war es Tannenzäpfle. Ist das nicht auch von Rothaus? Nein. Bestimmt. Die Reike bringt immer Bier mit, die weiß, was gut ist. Guck mal, was die Reike am Rucksack hat. Ein Shiggy. Klein, wuschig, ne? Das sieht sehr gut aus. Das sind die Pokémon-Spieler, da kann ich nicht mithalten. Ich habe keinen Anhänger an meinem Rucksack, leider. So, und weil es regnet und alle ihre Regenschirme rausgeholt haben und ich Gummischuhe anhab, kannst du nämlich ganz gemütlich durch solche herbstlichen Laubpfützen laufen. Das ist richtig genial. Das ist Grüße an Natururin an der Stelle. So, das ist also Reikes Hotel. Ein Brunnen. Ne, den wollte ich kurz mal mit reinpacken, direkt hier neben dem Snackautomat. Reike checkt also gerade ein. Ich gucke mir so lange mal an, was es hier gibt. Ich glaube, das hier ist der kleinste Fahrstuhl der Welt. Wenn ihr um mich rumguckt, da ist der Kinderwagen in alle Ecken reingequetscht. Hier ist die Tür, da stehe ich. Da ist nirgendwo Platz, Millimeter genau abgemessen. So, wir wollen euch ganz kurz einen Einblick in Reikes Hotel geben jetzt. Wir sind jetzt nämlich jetzt oben beim Raum angekommen. Guck mal hier, dieses super Bild. Dann gehst du hier rein, hast hier, sieht alles sehr modern aus. Hast da einen Spiegel, hast hier gleich die Toilette, ne? Alles schwarz und weiß und grau. Das Schwarze sieht auf jeden Fall interessant aus. Dort ist die Reike immer noch, ne? Die zeigt mir hier, da liegen sogar Bonbons auf den Betten. Ein kleines Betthupferl, ein kleines Geschenk, zurecht gemacht, links, rechts. Nicht groß, aber reicht. Man soll ja eigentlich nur drin schlafen und den Rest der Zeit Lugia Raids machen. So, in alter Fahrermanier haben wir jetzt hier noch so ein Gebäude entdeckt. Da könnte der Fahrer ja mal rein und könnte sagen, da ist nichts. Das sieht nämlich so aus. Und da sieht es so aus. Und da, oh, da ist aber noch eine Tür, eine schwarze, dunkle Tür, die offen ist, wo es reingeht. Da musst du rein und drin schlafen, wenn du der Natururin bist. So, es ist was mega Trauriges passiert. Wir stehen jetzt hier beim Haus der Gans, ja. Das ist die Arena, da findet der Krypto-Lugia-Raid statt. Und hier war damals auch der allererste Krypto-Mewtwo-Raid. Da bin ich auch hier gestanden mit dem Muttertier. Wenn ich da noch mal was sehe, kann ich das mal hier kurz einblenden. Arena ist auch beste. So, guckt euch mal den Trabi an. Mit dem bin ich jetzt hergefahren. Spaß. Der stand hier schon, da sind lauter verdorrte Pflanzen drauf. Das hätte eine Arena sein müssen. Das wäre es doch gewesen. Guckt den euch an, was steht da drauf. Besser grün wohnen als grün punkten. Ostlegende Meiningen. Und jetzt guckt mal, was nicht mehr da ist. Unser Auto, unser geschmücktes, hergestelltes, dekoriertes, super geniales. Also es ist weg. Das ist ein Teil, das denkst du doch, das reicht als Pokestop ein. Jeder, der hier durchläuft, muss hier lang, muss sich das angucken und es ist fort. Es ist einfach weg. Haus der Gans, Haus des Geldes. Ganzes Geld vom Haus der Gans. Ich verstehe es nicht. So sehen die Vorbereitungen aus für den Lugia Raid. Da ist ein Account, ja. Hier drüben sehe ich nochmal zwei Accounts. Da ist noch ein Account. Und der Ramses macht einen Opa auf dem Fahrrad. Der hat hier sein Brettle dabei mit vier Accounts. Ich glaube, so sollten wir, selbst wenn keiner dazukommt, den Raid locker schaffen. Ich hänge euch jetzt mal hier an den Zaun. Uah!
Jetzt müssen wir einfach nur noch starten in einer Minute. So, ich habe mich jetzt trotzdem mal hier rüber gestellt, denn hier ist der Cryptolugia Raid. Die können auch alle direkt rein. Ich muss mal hier durchblicken, was ist. Die gehen hier drauf. 120 Sekunden, das passt doch perfekt. So. Ich habe nämlich einen Auftrag gekriegt, ich soll noch jemanden mitnehmen, den habe ich jetzt hier dabei. Mal gucken, ob ihr rauskriegt, wer das ist. Und ansonsten sehe ich, dass das Bild sehr dunkel ist. Das heißt, eigentlich müsste man andersrum stehen, weil hinten ist Himmel, hinten ist offen und ach, das stört mich halt immer. 10 Leute sind drin. Zur Not, wenn es zu voll wird und extra welche hergekommen sind, um mitzumachen, dann würde ich vielleicht mit manchen Accounts sogar wieder rausgehen. Uns geht es nur darum, dass wir genügend sind. Hier muss ich schon mal bereit drücken, weil der muss mitmachen. Und der muss auf jeden Fall mitmachen. 2 habe ich auf bereit. 13 Leute stehen da. Wer ist hier drin? Ivermil, Samyang Bulldog, Mr. Nobody, Blood and Tears, Super Sani, Erfolgsmagnet, Madibar, Rexy, Sandsturm, Habanero Lime, Makani, Drex Boover ist auch drin, Level 37, Shepandi 2. So, das sieht gut aus, ich glaube, so viel mehr werden es auch gar nicht. Jetzt könnte ich die anderen Handys eigentlich alle einstecken. Rüberlaufen mit einem in der Hand und abfilmen in der Gruppe, wie da geredet wird, aber ja, wir drücken trotzdem lieber mal drauf. 6 Leute haben bereit gedrückt. Was haben wir hier eigentlich? Das Ding ist ja vom Typ Flug. Also ihr könnt Steine werfen mit Gesteins-Pokémon. Das ist aber auch vom Typ Psycho. Das heißt, ihr könnt auch Unlicht-Pokémon wie Despo da einsetzen. Habe ich total vergessen. Elektro geht natürlich auch gegen den Flugtyp. Oh, hier sind sogar Sachen im Team, die sind noch nicht mal geheilt. Eis gegen Flug ist, glaube ich, auch in Ordnung. 9 von 13 sind bereit, 11 von 13 sind bereit. Jetzt wollen sie es aber wissen. Wir starten mal rein und ich bin so gespannt, ob da jetzt ein Shiny dabei ist. Der Rest steht da drüben, guckt euch den Rest an. Sieht man den Rest? Wahrscheinlich nicht. Der Rest ist der Rest. Was laber da? Genau. Das nervt mich halt, dass das Bild so dunkel ist. Egal, wir hauen jetzt hier drauf. Wir hauen jetzt hier, da ist Mamoodle am Start mit Eis, da ist Raikou am Start, hier ist Despo da, da ist auch Despo da. Vor allem ist ja Despo da, wenn du einen Gesteins-Despo da hast, gut. Wenn du einen Unlicht-Despo da hast, gut. Also es ist immer gut, es ist egal was man macht, es ist immer gut. Ich muss den halt nur fangen, wenn ich den jetzt nicht fange, dann habe ich es verkackt. Jetzt drücke ich hier überall jeweils auf einen so einen Stein drauf. Auf so einen Edelstein, auf so ein komisches Ding da. Jetzt drücke ich hier nochmal, da nochmal. Ist schon wieder weg. Der war gerade noch in Rage, jetzt ist er nicht mehr in Rage. Das heißt, wir können jetzt den Rest gemütlich runterboxen. Ich habe nur einen Versuch jetzt. Einen Versuch, den zu fangen. Wenn er drin ist, Pokédex-Eintrag. Wenn er flieht, dann war es das. Ich glaube nicht, dass wir heute noch einen machen. Ich habe zwar grüne Pässe, möchte ich aber eigentlich nicht für Lugia ausgeben. Und eigentlich möchte ich für gar nichts ausgeben. Eigentlich möchte ich die wegschmeißen. Nein, das ist auch Quatsch. So, wir hauen drauf, wir hauen drauf, wir hauen drauf. Bam, 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 er ist auch weg, er ist weg. Aber wir müssen gleich durchgucken, ob irgendjemand irgendwas hat. Wer das höchste hat, hat gewonnen. Was ist denn hoch? Ich glaube 21,15 oder sowas war, glaube ich, das. Das 100er. So, wir drücken uns durch. Erstmal bei den Kleinen. ...2009, 2039, 2083. Und auf dem Main Account 2056. Ich packe die jetzt mal alle weg. Das packe ich auch weg. Euch nehme ich mal mit zum Fangen, damit ihr einen auch überhaupt seht, irgendwie so. 2007, 2015. Normi hat sich aufgehangen. Der Ball liegt in der Mitte. Was hast du? 2016. Ach komm her.
eine Kamera, kommst du jetzt hier runter. Sind wir jetzt die Beastie Boys. Jetzt fangen wir es hier unten im Schritt. Oh, das ist blöd. Rollt der Ball nicht so gut. Ich glaube, ich gehe mal. Ha! Hab heute schon von einigen Leuten gehört, die gesagt haben, das ist übelst nervig zu fangen. Das Ding ist ja eigentlich so aggressiv von Haus aus. Jetzt in der Krypto-Variante noch mehr. Vor allem kannst du ja nicht mal einen Kreis einstellen. Der Kreis ist so groß, aber dadurch, dass er immer so rückwärtssaldos macht, kommt er immer wieder raus. Ich habe zweimal gut getroffen und er ist drin. Das hat nichts mit Können zu tun, nichts mit irgendwas. Es ist trotzdem neuer Pokédex-Eintrag, aber das ist einfach nur Glück gewesen, dass der drin ist, weil eigentlich, ja, 2 Sterne, 15 Verteidigung, Meiningen, Frustration. Die Frustration könnte man theoretisch gleich wegmachen. Weil es ist ja immer noch die Rocket-Übernahme da, aber egal. Ja, nee, doch. Ich habe ja noch Top-Lade-TM. Die Frustration geht weg, irgendwas anderes geht rein. Hier haben wir noch einen Zorua. Können wir noch mal schauen, ob da ein Shiny dabei ist. Es ist kein Shiny, aber was ich euch zeigen kann, das Go Plus hat gestern, vorhin in der Stadt dieses Traunfugil mitgenommen und ich habe gestern gemütlich zu Hause kurz was gefangen, was da saß, war auch ein Zorua, Shiny Zorua mitgenommen. Wenigstens ein kleines Highlight, was wir hier haben. Ansonsten, ja, habt ihr einen Shiny Krypto Lugia, wie viele Lugia-Raids habt ihr gemacht? Das ist der 1:90 Lugia-Raid, den ich mache. Und das ist der Habanero. So, da oben seht ihr jetzt ein Döner-Tier, also eigentlich ein Döner-Spieß, genau. Das heißt, wir haben uns für den Istanbul-Grill entschieden. Wollen da mal reingucken, Istanbul-Grill, was es da gibt. Bestimmt Burger, Döner, Schnitzel, Pizza, also was halt immer geht. So, das Essen ist da. Die warten schon gespannt. Wir filmen mal ganz kurz über den Tisch. Das ist ein Skorpion-Burger, angeblich mit 1 Million Scoville. Da bin ich mal gespannt. Hier habt ihr einen Schnitzel beim Normi. Hier habt ihr eine Spaghetti bei Reike. Marie mit einer Pizza. Sandra mit Nuggets. Und dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Denn der Skorpion-Burger, der kommt in ein extra Video. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Wir haben die zwei natürlich noch ins Hotel gebracht und ich muss sagen, es war eigentlich trotzdem richtig cool, trotz dem Kackwetter. Und wir wollen uns nochmal den Beutel angucken. Reike hat uns doch einen Beutel mitgebracht aus ihrem Urlaub aus Ägypten. Guck dir das mal an. Schon alleine der Beutel ist Gold wert, weil hier ist einfach, kannst du das lesen, wenn ihr Ägyptisch könnt, ne, Hieroglyphen lesen, dann schreibt das mal da rein. Was heißt das? Er freut sich auf jeden Fall, sieht aus wie der Marshmallow-Mann von den Ghostbusters. Hier ist einmal so Kinder-Happy-Moments drin, das erinnert an Celebrations. Das würde ich jetzt eher Pupsi zuschreiben, weil die ist so der Schokoladenmann, Frau, der Schokoladenmensch. Und wenn Marie fragt, kriegt die ja eh was ab. So, dann haben wir hier einmal Lachgummis von dem 2. Das ist eigentlich nichts für Sandra, aber deswegen wird sich Marie bestimmt darüber freuen. Dann habt ihr hier einen Umschlag, den Sandra schon sorgfältig aufgerissen hat. Da steht auch Familie Hess. Also merkt euch, Jonas Habanero Hess. Das ist nicht ausgedacht, das ist halt so. Jetzt nehmen wir mal den Rest hier raus, denn dann habt ihr hier noch ein 4-Pack. Ein 4-Pack Rothaus-Pilz. Mit der heiligen Maria Johannes hier drauf. Die sieht auf jeden Fall auch richtig brutal aus. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt zeigen dürfen, aber was macht ihr denn? Hört doch mal auf, das könnt ihr nach dem Video machen, eure Differenzen klären. Wenn jemand spendet im Stream, sieht man das ja auch. Und ich möchte auch das mal zeigen. Hier so eine schöne Karte. Hier mit so einem... Die ist wieder auch noch weg. So, guckt euch mal die schöne Karte an. Oh mein Gott. Hallo ihr Lieben, danke, dass wir so kurzfristig kommen durften. Liebe Grüße Norman und Reike. Das ist Reike, das sieht man, ne? PS, kauft euch was Schönes. 50 Euro, ich glaube, ich spinne. Das war auf jeden Fall brutal. Beim letzten Mal, als sie da waren, haben die uns sogar zum Essen eingeladen. Diesmal habe ich gesagt, komm, ich lade euch diesmal ein. Jetzt
hat ja gar keinen Sinn gemacht. Theoretisch haben sie jetzt 50 Euro geschenkt, wir haben die zum Essen eingeladen, ihr gesagt, beim nächsten Mal. Also, das ist doch cool, oder? Geben, nehmen, hin und her und alles und ja, das ist super. Eine Hand wäscht die andere. Danke für den Besuch. Grüße gehen raus an Norman, an Reike. Beim nächsten Mal vielleicht auch wieder mit dem Papa-Bär. Und vielleicht beim nächsten Mal wieder im Istanbul Grill, weil das jetzt unser Stammlokal wird. Denn da kommen plötzlich Leute vorbei und sagen, ach Sandra, lass doch mal deinen Typ da hier zu uns setzen. Komm, dann haben die drei Pevi ausgegeben und jetzt musste Sandra heimfahren. Also das war ja, hast du nicht mitgerechnet. Richtig brutal. Und lecker Burger. Peace out. Vorhaut, euer Ramses und menschlich bleiben, würde Bianca sagen. Jonas! Alles gut.